Hallo und willkommen zu Alice Madness Returns Teil 4, glaube ich, mittlerweile. Wir sind soweit stehen geblieben, dass wir jetzt die Kanonen hier aufsammeln wollten von Mrs. Monster da. Und das tun wir jetzt einfach mal. Und sehen, dass wir damit den Feinden Würze verleihen können mit der Pfeffermühle Ferkel Edition. Gut, bla 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 bla. Das probieren wir mal aus. Okay, hier wechselt die Waffen. Und da sehen wir auch schon Schraubellen. Okay. Verstelltaste. Moment, das war nicht die Taste, sondern die auch nicht. Was ist denn die Verstelltaste? Das? Jo. Caps. Caps Lock. Alles klar. So, für die ich habe was an mir. Ich bin zu retarded für das Game. Rechte Maustaste, ja, sag das doch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, es fängt hier schon richtig gut an. Oh, meine Güte. Jetzt aber. So. Aber dann, nee, so auch nicht. Visier das auch immer an. Ey. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall schwieriger als es aussieht. Das ist ein ganz schwieriges Spiel hier. Verdä, also. Ja. Wir hacken das jetzt einfach kaputt, das geht zumindest. So. Direkt mal weiter. Mit dem Messer, was nicht funktioniert. Oh Gott, ey. Dam da dam da dam da dam da dam da dam da dam. Herrlich, herrlich, herrlich. Das ist wirklich wunderbar. Okay. Das jetzt mal kaputt machen. Und weiter kaputt machen. Und ach so, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Muss ich einfach nur einmal drücken. Oh, okay. Das ist cool. Aber Hauptsache erstmal beschweren, ja. So muss das auch sein. Dann können wir direkt mal weitermachen, wenn wir jetzt auch wissen, wie das geht. Und wir sehen auch, dass die Waffe überhitzt, was nicht so gut ist, weil man hier eigentlich ganz nett durchfeuern könnte sonst. Aber die Gegner sind auch nicht wirklich schnell. Es geht. So, schon ein Teil davon kaputt. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Ich glaube, Schweineschnauzen abschießen. Bis jetzt noch keine gesehen, nur diese komischen Schraubellenviecher. Die für sich auch schon ganz gut alleine nerven können. So, und da hinten ist schon wieder so ein Ding. Wir haben immer noch Feind anvisiert und schießen wir einfach mal ab. Schraubellennester, wo die immer herkommen. So, war es das jetzt? Ich hoffe, das ist gut. Nicht gegen den Baum rennen. Nicht gegen den Baum. Nicht gegen. Lass den Baum in Ruhe. Hey, hallo. Also, Baumliebhaber. Okay, da sind so komische kleine eklige Schweinchen. Aber die können irgendwie gar nichts. Und das anscheinend Schnauze. Okay, wir können die auch hören. Oh, das probieren wir einfach mal. Und cool. Ja, machen wir das einfach mal. Hier waren noch Zähne. Hier waren noch Zähne. Hier sind überall Zähne. Hier sind keine Zähne mehr. Oh, das ist eine Schweinschnauze. Und da ist ein komisches kleines Schmollerviech gerade gewesen. Aber egal. Da oben. Schwein. Auf Schwein. Auf Schwein. Ja. Okay, sie kann fliegen. Man fliegt zur dicken Frau. Okay. Immer, wir können hier irgendwie hoch oder so. Nicht. Ich bin da nicht hoch, aber ich bin hier noch ein paar Zähne sammeln. Gut, waren das jetzt alle Schweinschnauzen oder müssen wir da doch noch lang? Ich weiß es gerade nicht. Wir gehen einfach erstmal zur dicken Frau und gucken von da aus dann weiter. Ich höre nämlich auch nichts. Was kann mir liegen? Da ist auch nichts. Oh geil, zum Eingang. Besten Dank für die Schnauze. Und jetzt
Damit. Was ist das, eine Herzogin? Was ist das? Das muss ich nachlesen. So. Korb. Mein Korb. Korb, Korb, Korb. Stirb. Goldene Zehe. Sehr schön. Und direkt weiter. Da ist eine Schweinschnauze. Ansonsten sehe ich eigentlich nichts. Können wir die jetzt von hier aus schon ins Visier nehmen? Nein. Okay. Dann mal runter. Jo, jo, jo. Ich habe eigentlich mal Lust, das Menü zu gucken, aber hier ist auch nichts. Ich weiß auch nicht, wann man die Zähne abgeben kann. Und was mit den Rosen da ist, weiß ich auch nicht. Ich habe so keine Ahnung. Erinnerungen. So, hier kann ich die nur anhören nochmal. Okay, zurück, zurück. Nein, 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 nein. Gibt's hier was? Hier fehlt eine Tasse. Achso. Warte mal. Nein, hör mal auf. Auf T. Okay, auf T können wir das Ding auch ziehen. Alles klar. Scheint schon zu erschießen. Komm. Nein. Also die Steuerung ist nicht so schön. Oh, da kommen schwarze Viecher. Die können zum Glück gar nichts. Außer das Schraubellen ist. Das nervt mich jetzt. Deswegen renne ich auch ganz schnell hin. Bunte Schnecken. Bunte Regenbogen. Christopher Speedday Schnecken. Und hier kommen wir nicht lang. Hier sind Schraubellen. Kannst du hoffen davon. Und die hängen an mir dran. Kommen wir da oben wieder hin? Ja, da ist noch ein Pilz. Ich glaube, da kann man drauf springen. Jo! Und da sind wir schon. Springen wir hier jetzt rüber. Und da. Und da. Und zack. Und bam, bam, bam. Ins Gesicht, Mann. Warum? 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 Der hat mich gehauen und die. Mistviecher, ne? Oh Gott. Da kommt man aber nicht von los. Aber das zerlegt sich ja nicht ganz gut. Doch, das geht. Das geht mal weg, ey. Kommt dieses Vieh. So irgendwie mögen die mich. Ich weiß auch nicht warum. Charisma. Natürliches Charisma. Weg. So. Danke. So. So, 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 so. Ich weiß gar nicht, wie ich da rüberkomme. Soll ich da rüberkommen? Das hört auch nicht auf, hier mit dem Schraubellen. Kräftige Schraubellen. Ich bin mir gerade zu doof hier. Weil ich muss hier wahrscheinlich irgendwo hin und ich habe keine Ahnung wo. Jetzt hier geht's auch nicht lang. Och Mensch, jetzt ist immer gut, aber. Leckt das auch gerade, die Sau. Oh, Leute. Leute, geht weg. Abhauen. Sterben. Von Pfeffer zerschrottet werden. Ich muss noch gerade in der Grafik rumbasteln. Video. Bildschirm an, Bildschirm an. Dynamische Schatten vielleicht weg. Und das sollte eigentlich reichen. Lebensunschärfe. Nein, auch weg. So. Bestätigen. Zurück. Und zurück. Und das sieht schon besser aus. Das sieht schon viel besser aus. Jetzt, wie ich da rüberkomme, weiß ich trotzdem nicht. Was ist das? Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. So blöd. So voll blöd. Gott. Ja, jetzt sind wir runtergefallen. Super. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich da rüberkommen soll. Ist hier noch irgendwo ein Pilz oder eine Höhle oder ein Geheimgang? Ich weiß es nicht. Hier ist jedenfalls ein Überfall. Mit nichts drin. Mal eine komische Pfefferstreuer hier benutzen. Okay, war das jetzt tot? Nee, das war tot. Naja, super. Aber langsam komme ich mit der Steuerung jetzt zurecht. Ist nicht mehr so ganz schwer.
Ich weiß aber trotzdem nicht, wo ich hin muss. Hier, nein. Stehe ich mir da doof an, ey. Naja. Irgendwann müssen wir hier aber... Ich hab keine Ahnung. Ach, hier ist auch noch ein Schraubellennest. Aber was macht das so? Eins ist kaputt. Fehlen noch 130 andere. Ach, jetzt komme ich da hoch. Okay. Und jetzt war auch eben schon. Ja. Was hat's jetzt gebracht? Nee, keine Ahnung. Also ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich lang muss. Das ist echt irgendwie stinkig. Da unten ist irgendwas. Ist es hell? Nein. Oh, ey. Nervt tierisch. Das nervt. Jetzt gehen wir aus dem Zoom-Modus raus. So. Keine Ahnung. Nee, so komme ich da auch nicht hoch. Das kann es doch nicht sein. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Nee, keine Ahnung. Also wirklich. Kein Plan. Aber irgendwie. Ach, da oben ist auch noch eins. Oh Gott, im Himmel. Dam, 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 dam. Kaputt. Ja, ja, ja. Nervt mich nicht. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst, verpisst. Oh. Ihr werdet gerichtet werden von der Pfefferschreuer, Mann. Na. Ah. So. Hier hindert sich absolut nicht. Vielleicht muss ich ja von hier aus das Schraubellennest töten. Das könnte natürlich gut sein. Ja, das, war es wohl auch. Und hier muss ein Schweinschnauzen sein. Suchen wir die mal. Da ist sie. Ja gut, ich wusste nicht. War jetzt auch weit entfernt, also wusste ich jetzt auch nicht. Aber wir sind es jetzt, wenn irgendwann nochmal sowas ist, dann Schweinschnauzen suchen. Quatsch, die Bellennester töten. Schraubellen. Schraubellen, die Bellen. Flüger. Irgendwas darf man nicht halt. Hier sind noch ein paar bunte Schnecken. Jetzt muss ich kaputt. Fein. Fein aus. Super aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Kälbersuppe. Eklig. Und das ist ein Schildkröten. Rindermann. Da landet gerade in der Hand. Sehr schön. Nee, aber ich finde das Spiel eigentlich immer noch schön. Das macht Spaß. Alice zuzugucken, wie sie Schraubellen mit einem Pfefferstreuer wieder schießt. Das ist schon nett. So. Goldener Zahn incoming. Wir gehen rüber. Und fallen runter. Genau so sollte das sein. Einfach nur, um nochmal zu gucken, wie es hier so aussieht und so. Skip. Ja. Ich habe was gesehen. Genau das. Aber das ist überhaupt nichts. Das ist einfach nur ein bisschen Deko. Alles klar. Und wir gehen wieder hoch und Richtung. Ich weiß gar nicht. Richtung großen, sich bewegenden Dominostein. Dann irgendwann mal hier aus dem Tal des Todes zu entfliehen. Das macht mir bestimmt unheimlich Spaß, so zu gucken, wie ich hier rumfehle und es überhaupt nicht hinkriege. Oh Gott. Aber ich muss mich auch noch an die Steuerung gewöhnen. Ist nicht so ganz einfach, glaube ich. So. Generell, sich zu bewegen. So. Und hier diesmal nicht rüber, sondern ich glaube, wir müssen hier drauf bleiben. Ja. Wo, 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 wo. Rüber. Geschafft. Hier werden jetzt wahrscheinlich gleich kleine, eklige. Cool. Gegner kommen. Auto. Nein.